Feelings gibt es viele verschiedene, starke, schwache, ganz tiefgreifende, oberflächliche. Wo sind die Unterschiede? Schaut euch das folgende Video an. Nun, beim Peeling gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge. Da gibt es einmal die Fruchtsäure, da gibt es das Green Peel, es gibt die Trichloressigsäure oder auch Chemical Peel genannt, es gibt das Phenol Peel. Nun, das muss man ein bisschen einordnen. Eines der schwächsten Peeling-Sorten, die wir haben, ist die Fruchtsäure, wobei natürlich es immer gilt, umso länger ich einen Stoff einwirken lasse, umso schärfer wirkt er auch. Das kann man sich, wenn man das Wort Säure, was ja in dem Begriff beinhaltet, ist auch, glaube ich, ganz gut vorstellen. Das Ziel all dieser Präparate ist primär mal die Hornschicht. Wir nehmen die Hornschicht herunter. Man kann allerdings auch, wenn man es sehr lange einwirken lässt, das gilt jetzt für die Trichloressigsäure, das ist die CE-Peeling, also Chemical Peel, oder auch für das Green Peel, auch etwas tiefer bis in die Epidermis bekommen. Damit bekommen wir mehr weg und bekommen auch einen Verjüngungseffekt. Auf Narben hat das relativ wenig Einfluss. Das Take-Home-Message oder die Take-Home-Message, die wir hier haben, ist, dass es starke und schwache Peelings gibt auf der einen Seite und dass das Peeling immer nur auf die obersten Hautschichten wirkt. Das heißt, so auf die obersten 40, vielleicht 60 Mikrometer der Haut. Alles, was darunter liegt, wird fast immer nur durch Laser ausreichend gut beeinflusst. Wenn du nun Fragen zum Thema hast, dann hinterlass einen Kommentar. Wir diskutieren gerne und oder aber ruf uns an, mach einen Termin, denn beraten tun wir noch lieber.